Kombination Wärmetauscher mit Abluftreinigung. Anhand der Zeichnung, die wir für dieses Objekt angefertigt haben und einiger Praxisbilder, wollen wir das auf diesem Video einmal erklären. Sie sehen hier im Bild bzw. auf der Zeichnung den zentralen Abluftkanal. Sie sehen die einzelnen Ferkelabteile mit den entsprechenden Außenklappen hier dargestellt, um abteilspezifisch heizen zu können. Sie sehen hier den Block Wärmetauscher. Sie sehen den Rückführungskanal des Wärmetauschers, der hier an zwei Stellen wieder in den Zentralgang einspeist und die entsprechenden Mischbereiche für Dachraumluft bzw. Tauscherluft. In diesem Bereich wird der Abluftkanal nach vorne gezogen. Hier sehen Sie den mehrstufigen Filter und können erkennen, dass wir eine Bypassklappe haben. Das heißt, wir fahren die Abluft entweder über den Wärmetauscher oder als Bypassklappe direkt in den Filter. Im folgenden Längsschnitt kann man das noch etwas besser erkennen. Sie sehen hier die Gebäudestruktur, die dahinter liegt. Sie sehen hier einen Aufschnitt des Daches, sehen den Abluftkanal, sehen im Prinzip die Führung der Abluft durch den Wärmetauscher. Das heißt, wir gehen entweder durch den Wärmetauscher oder parallel daneben in den Filter. So, ein Blick in das bereits montierte Wärmetauschergeschehen zeigt hier den Einbau des Tauschers. Der Volumenstrom geht später hier durch den Wärmetauscher, läuft durch den Wärmetauscher, geht über Dach, geht wieder runter und kommt von hier aus in den hier vorgebauten Filter. Hier sehen Sie es noch etwas deutlicher, das ist im Prinzip der Filterraum. Der Filterraum ist giebelseitig vor dieses Gebäude vorgesetzt. Hier ist im Prinzip noch ein Technikraum. Abluftvolumenstrom aus dem Abluftkanal durch den Wärmetauscher runter zum Ventilator in die Kammer und raus aus dem Filter. Hier nochmal die andere Perspektive, Wärmetauscher, wie Sie sehen, oben kein Abluftventilator. Nochmal Volumenstrom kommt aus dem Stall, geht durch den Tauscher, geht hier runter und geht über den Ventilator in die Vorkammer des Filters, geht durch die Filterwände und kommt am Ende gereinigt raus. Hier nochmal wieder Abluftvolumenstrom durch den Ventilator in die Vorkammer, durch die Filterkammern und raus. Das ist der Blick von der anderen Seite. Hier kann man auch deutlich nochmal erkennen die abteilspezifischen Außenklappen, die dafür sorgen, dass die Wärme des Wärmetauschers immer nur zu den Stellen geleitet werden, die auch Wärmebedarf haben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.